So, ihr seht, ich habe ein neues T-Shirt an. Das heißt, unsere Koffer sind da. Oder auch nicht. Denn wir hatten ja 4 Koffer. Aber es sind nur 3 angekommen. Jetzt frühstücken wir mal. Meine Schwester hat bis dahin noch immer kein Gepäck. Und wir werden jetzt nach dem Frühstück mal unsere Sachen zusammenpacken. Zum Flughafen fahren, schauen, ob es dort ist. Und wenn es nicht dort ist, dann geht's ohne ihren Koffer auf Reisen. Und dann müssen wir halt alles neu kaufen. Also eigentlich ist es schon eine gute Situation für sie, weil sie kann dann einen ganzen Koffer neu aussuchen an Klamotten. Sie freut sich auch darauf. Sie schüttelt gerade den Kopf. So, Frühstück ist getan. Ich habe mir gedacht, ich filme heute das Kleine mit der Legria. Weil die ganze Zeit mit der fetten Kamera rumzulaufen, ist jetzt nicht so geil, auch im Flughafen. Also wenn ich keine Fotos machen werde, also wenn wir jetzt nicht in der Stadt unterwegs sind, werde ich jetzt ab jetzt immer diese Kamera hier benutzen. So sieht übrigens mein Koffer aus, komplett durcheinander schon. Ich wette, die haben den 10-mal durchwühlt, weil ich habe hier für mein Knie, derzeit habe ich die Schiene nicht an, aber ich habe mir das Seitenband gezerrt beim Fußballspielen. Muss jetzt eine Schiene tragen eigentlich, es geht schon halbwegs wieder, aber ich brauche halt eben Thrombosespritzen auch, ab und zu. Ja, und die sind da drin, die haben wahrscheinlich alles herumgewühlt, weil sie dachten, es sind irgendwelche Drogen, die ich damit einschmuggel in die USA. Egal, wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Flughafen nochmal fahren, wegen dem Koffer von meiner Schwester. Also bis gleich am Flughafen. Nach circa stundenlangem Herirren durch die Garage, die ist megamäßig groß und man kennt sich gar nicht aus, wenn man nicht von da ist. Beschildert ist auch nichts, sind wir jetzt wieder am Flughafen. Ja, schauen wir mal, ob wir den Koffer finden. Wenn nicht, ist blöd. Wenn schon, ist gut. So, wie es aussieht, hat der Koffer Wien nicht mal verlassen. Ganz, ganz komisch. Unsere anderen Koffer sind in Paris untergetaucht. Der Koffer hat Wien nie verlassen und den bekommen wir vielleicht nach San Francisco nachgeliefert. Das heißt, wir können jetzt shoppen gehen nachher. Wir haben jetzt schon ein Outlet gefunden, so ein ganzes Shopping Mall mit vielen Outlets. Dort werden wir jetzt hinfahren am Weg nach Portland. Und dann heißt es, let's shop. Wir sind jetzt im Walmart und in den USA ist alles größer. Das ist einfach, what the fuck, was ist das? Keine Ahnung. Hier gibt es alles, alles, was der Mensch nicht braucht. Fuck. Wir kaufen ein bisschen Wasser für die Wüste schon, ein bisschen was zum Snacken und dann geht es ein paar Klamotten einkaufen und dann geht es schon weiter Richtung Portland. Leute, und ich war zwar schon ein paar Mal in den USA, aber noch nie in einem Walmart. Und das ist einfach abnormal. Wenn man noch nie drinnen war, kennt man sich gar nicht aus. Man weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin gerade übrigens bei den ganzen Games. Aber ich suche gerade noch was für einen Freund, für den lieben Konrad. Suche ich noch etwas hier bei den Spielsachen. Hoffentlich finde ich es. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich kenne mich gar nicht aus hier. Und ich glaube, ich bin noch ganz falsch. Aber ich... Wie gesagt, das muss man selbst erlebt haben, da gibt es einfach alles. Du kriegst alles hier, von Spielsachen über Klamotten. Du kriegst hier nichts, was du nicht bekommen kannst. War das Deutsch? Nein, ich glaube nicht. Aber wir sehen uns dann endlich wieder draußen, weil ich gehe sonst hier verloren. Ich habe meine Family schon verloren. Vielleicht finde ich die wieder, vielleicht nicht. So, wir sind jetzt hier in der Mall. Ein bisschen eingekauft. Ein paar Sachen. Wir sind jetzt schon, glaube ich, seit 4 Stunden oder sowas hier. Hier gibt es noch Futter. Wir wissen jetzt nicht, was wir noch genau machen. Wir werden jetzt dann uns bald auf den Weg machen, vielleicht ein bisschen was essen dazwischen. Und falls euch interessiert, was wir gekauft haben, ich will das jetzt nicht alles heute im Video vorstellen, aber könnt ihr auch mal in die Comments schreiben. Falls euch interessiert, kann ich so einen kleinen Shopping-Haul machen, wie die ganzen Fitness-YouTuber, nein, nicht Fitness, Beauty-YouTuber das machen. Wäre mal interessant, das zu sehen. Und jetzt geht's aber endlich weiter mit der richtigen Reise.
jetzt sind wir im Hotel angelangt. Ich bin noch gerade auf der Suche. Wir haben Zimmer 212. Ah, ich glaube, das muss unser Zimmer sein hier. Ja, das Hotel scheint vorbereitet zu sein. Wir werden jetzt mal das Schnuckelstück öffnen. Ist nice, dass sie das gemacht haben eigentlich. Ein Gruß an das Hotel. Hochgelobt sei das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man sieht mich zwar jetzt nicht, aber welcome to my house. Du! Kommt keine epische Musik, ich habe keine auf meinem PC. So, ihr seht, hier ein Spiegel. Ein Spiegel, hier sieht man mich schon. Hier sieht man eine Verrückte, die ist eingebrochen. Sind Sie die Putzfrau? So, sortiert gerade Ihre Sachen, weil Ihr Koffer ist noch immer nicht hier. Das heißt, wir haben jetzt fresh für Sie eingekauft. Aber ich darf natürlich nicht zu kurz kommen als großer Bruder. Nämlich, ich habe hier ein paar Sachen gekauft. Ich werde es ganz kurz halten. Ein paar H&M, ein paar Ralph Lauren und ein paar Nike-Sachen. So, hier im Badezimmer ist klein, aber fein. So sieht das Ganze aus. Es ist ziemlich klein, muss ich sagen. Aber es sieht ganz nice aus. Fresh and nice. Oh mein Gott. Lieblings-YouTuber ist Miguel Pablo. Auf jeden Fall. Und jetzt werden wir es uns hier gemütlich machen. Ich werde kurz vielleicht ein bisschen was schneiden, was wir heute erlebt haben. Aber es ist noch lang nicht aus. Wir gehen jetzt noch essen, was richtig, richtig geil ist, was in Portland mega gut sein soll, haben wir gehört vom Ralph Lauren Mitarbeiter. Seid da auf jeden Fall gespannt drauf, denn ihr werdet in einer Sekunde dort sein. Na gut, klassisch ich, wie ich bin. Ich Vollidiot. Ich wollte euch mal mitnehmen auf das kulinarische Erlebnis. Wir haben asiatisch gegessen. Ich Vollidiot, sagt das, dass ich euch mitnehme. Ich lege die Kamera ganz kurz hin, gehe aufs Klo, lasse die Kamera liegen und gehe weg. Nur ich bin so dumm. Ich hätte euch gern was davon gezeigt, war echt gut. Und wenn es euch gefallen hat, aber der heutige Vlog, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr morgen wieder den nächsten sehen wollt. Morgen geht's nach Newport, auch wieder ungefähr 300 Meilen entfernt von hier. Und ab dann, ab übermorgen geht's nach Coast Bay und ab dann sind wir die ganze Zeit an der Küste. Das wird megamäßig geil, ich freue mich schon jetzt extrem drauf. Also, Daumen nach oben da lassen, kommentiert, was ihr in dem Vlog sehen wollt, ob ihr mehr Stories sehen wollt, ob ich euch mehr erzählen soll, mehr Stadt, dies, das, Ananas. Ciao, bis morgen.